Wir gehen 1-0 in Führung, früh in Führung, und es hat uns in Karten gespielt. Und dann müssen wir das 2-0 machen schon in der ersten Halbzeit, da wird es schwer für Würzburg. So war die Hoffnung da bei Würzburg. Haben dann mit Wind gespielt, wir haben die Bälle nicht mehr so rausgekriegt, nicht mehr so klären können und konnten es auch nicht mehr so festmachen von. Und das ist natürlich später, dass wir danach 2-1 verlieren. Ich denke, wir hatten gute Chancen, das 2-0 nachzulegen, das müssen wir uns ankreiden. Nichtsdestotrotz hätten wir zweite Halbzeit besser verteidigen müssen, beziehungsweise vorne besser draufgehen müssen. Und das haben wir nicht getan, und ja, das hat sich dann gerecht. Wenn wir vielleicht besser anlaufen von schon, dass sie gar nicht die Bälle mehr in den gefährlichen Raum reinspielen können, passiert sowas nicht. Und wir müssen das Spiel jetzt abhaken, das ist natürlich extrem bitter. Verteidigung fängt vorne an. Wenn du vorne gut Druck machst, dann hältst du weit weg vom Tor, und das war auch unser Ziel. Das haben wir erste Halbzeit gerade sehr gut gemacht, zweite Halbzeit, wie gesagt, nicht mehr so gut. Und dazu kamen sie zu Chancen und haben sie dann auch noch genutzt. Ja, das wäre heute halt wichtig gewesen, wenn wir gewonnen hätten, hätten wir einen riesen Schritt machen können. So ist alles gleich geblieben, und deswegen müssen wir die Punkte in Oettingen holen. Definitiv sehr stolz. Es hat mir richtig Spaß gemacht, heute wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen, wieder den Ball hinterher zu jagen. Ich denke, wir haben gerade erste Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, zweite Halbzeit den Zugriff nicht mehr so gehabt. Das war nicht so gut von uns. Ja, wir sind natürlich enttäuscht, dass wir jetzt 3 Punkte verloren haben. Und ich denke, es war einiges mehr drin gewesen.